Gaziantep ist das Vorzeigekind des türkischen Wirtschaftswunders. Mit einer Wachstumsrate von 12%, also fast dem Vierfachen von Deutschland, ist die Stadt einer der Wirtschaftsmotoren des Landes. Vier Industrieparks und eine riesige Freihandelszone am Stadtrand haben zur Ansiedlung von über 3000 Unternehmen geführt. Dass er als ein Mann in die Geschichte eingehen will, der die Türkei in den Rang einer Weltmacht erhebt. Sein Ziel ist es, dass unser Land im Jahr 2023 die 10. stärkste Macht der Welt ist. Die Preise für Heizkohle, Heizgas und Heizöl erhöhen sich um 100%. Eisen- und Stahlware, Erhöhung um 100%. Nach der letzten deutlichen Erhöhung der Zementpreise erhöht sich der Preis erneut um ein Vielfaches. Brot, Milch und Fleisch erhalten eine Erhöhung. Papiererhöhung um 400%. Salzerhöhung um 550%. Düngermittel, Erhöhung zwischen 500 und 750%. Erhöhung für Zigaretten, Tücher und Zucker, Postgebühren etc. erhalten eine massive Erhöhung. In den Einkaufsläden gibt es keine Glühbirnen, kein Waschmittel, kein Salz und kein Butter. Die Leute verlieren den Verstand, die Leute sind völlig zerstört. Verzweifelte Mütter, Kinder ohne Eltern, verletzte Menschen, unsere Jugend verharrt im Gefängnis. Das sind die Sünden von damals. Was kostet ein Stück Brot in der Türkei? 300 Lira. Was kostet eine Olive? Eine Scheibe Käse? Ein Löffel Butter? Die Industrie wird in der Türkei aktuell mit einem Zinssatz von 150% aufgebaut. Wird die Industrie unter diesen Umständen vorankommen? Ist das möglich? In den Viehställen sind keine Tiere vorhanden. Unser Volk ist erschöpft. Schaut euch unser Vaterland an. Die Zahlen sprechen für sich. In den letzten 8 Jahren wurden insgesamt 240 Kilometer Autobahnstrecken gebaut. Pro Jahr sind das 30 Kilometer. Weder Flughäfen noch Straßen sind vorhanden. Weder Schulen noch eine Industrie sind vorhanden. Die landesinneren Schulden belaufen sich heute auf 132 Quadrillionen. Wer soll nun den Verlust von 350 Milliarden bezahlen? Wenn es einen gibt, der das kann, so soll er vortreten. Sind die Standards, die heute der türkische Staat, repräsentiert durch seinen Präsidenten, gegenüber seinen Bürgern umsetzt, sind die in einer Form demokratisch, wie wir drei eigentlich gelernt haben, wie Demokratie ist? Ist es so oder ist das alles böse Propaganda deutscher Journalisten? Wir könnten das darüber diskutieren und wir könnten das auch vergleichen. Wenn in Deutschland auch ein Putsch stattgefunden hätte, wenn Gefahr von der Demokratie abgewendet worden wäre und zwar so blutig wie in der Türkei passiert ist. Wir könnten dann, wenn wir eine ähnliche Situation hier hätten, schauen, was hier passiert und dann könnten wir hier sitzen und könnten vergleichen, ob das nun gut ist oder nicht. Ja? Aber ich glaube nicht, dass sie die Wirklichkeiten, die es in der Türkei gibt, auch das Umfeld der Türkei mit allen Krisenländern, den Kriegen im Umfeld, mit Deutschland vergleichen können, weil auch in Deutschland haben sie als Demokraten ein Problem, es funktioniert nur subtiler. Sie können sich nicht entfalten, ihre reichweitenstarken Social-Media-Sachen werden gesperrt, sie können kein Geld kassieren, also unser Zugang wird auch behindert in der Demokratie, interessiert ja niemanden, sie übrigens auch nicht. Ja? Ich kann interessanterweise... In meinem Land sitzen Menschen nicht im Gefängnis, weil sie Journalisten sind, sondern weil sie anderweitig straffällig wurden. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber hierzulande gibt es für Journalisten keinen Freibrief für die Begehung von Straftaten. Einige Personen sind zufällig Journalisten, stehen aber wegen Bankraubs vor Gericht. Bei anderen lautet die Anklage auf Tötungsdelikte. Oder auf die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Amatör tehditler biraz bize komik kalır. Biz hiç kimsenin yaptığı yardımlarla ayakta değiliz. 3 milyon insan bizim ülkemizde.
ve 25 milyar dolar harcadık. Avrupa Birliği ülkeleri 3 milyar dolar vereceklerini söylediler, onu da vermediler. Şimdi yapacakları yardım neyse ellerine sağlık, kendilerine kalsın, teşekkür ederiz. Kulturell gesehen ist der Einfluss der Türkei allgegenwärtig, von China bis nach Deutschland. In Nordafrika, Syrien und auf der arabischen Halbinsel ist es ein richtiger Hype. Alle sind verrückt nach türkischen Filmen und singen türkische Lieder. Das ist der kulturelle Einfluss der Türkei. Suriye halkının yanındayız. Es ist die erklärte Absicht der Türkei, sich im Nahen Osten als Macht zu präsentieren, an der künftig niemand mehr vorbeikommen wird. Schon 2010, nach dem Angriff auf einen für Gaza bestimmten Schiffsverband, bei dem 9 türkische Aktivisten getötet wurden, hat Erdogan Israel als verzogenes Kind des Westens bezeichnet. Ministerpräsident Erdogan ist ein Segen für die Sache des syrischen Volkes. Er verkörpert das Gewissen der Menschheit. Die Welt hat ihn in der Auseinandersetzung mit diesem Schlechter allein gelassen. Aber mit einer Hand lässt sie schlecht applaudieren. Das ganze syrische Volk verneigt sich vor Erdogan, seiner Regierung und dem türkischen Volk. Erdogan ist ein guter Mensch. Er ist ein Gentleman. Herzlich willkommen in der Diktatur. Sie sind in der Türkei des Jahres 2017 und wie ihr ja schon erfahren habt durch Bild, Stern, Spiegel, Fokus und der Lügenpresse, Türkei ist eine ganz, ganz schreckliche Diktatur. Hier werden alle Meinungen unterdrückt. Ihr kennt ja Can Dündar, ne? Den Unterstützer von Terrorismus, den verurteilten und gesuchten Verbrecher. Hier gibt es seine Bücher von Can Dündar. Er ist ein verurteilter Verbrecher, er ist ein Vaterlandsverräter und trotzdem gibt es hier in Istanbul überall seine Bücher zu kaufen. Sieht so eine Diktatur aus, wo sogar der Staatsfeind Nummer 1 frei erhältlich ist und gekauft werden kann? Wer soll nun den Verlust von 350 Milliarden bezahlen? Wenn es einen gibt, der das kann, so soll er vortreten. Die Türkei hat nach einer sehr langen Zeit die Schulden an die IMF bezahlt. Genannt und beglichen. Wir sind somit kein Land mehr, das der IMF Geld schuldet. Im Gegenteil, wir sind derzeit in der Situation, dass wir nun der IMF Geld leihen können. Was meinen Sie, wie viel wir innerhalb von 12 Jahren für unsere 81 Städte investiert haben? 676 Milliarden 700 Millionen Lira. 6.100 Kilometer Straßen in 79 Jahren wurden in diesem Land gebaut. Aber wir haben in 11 Jahren 17.000 Kilometer Straßen gebaut. Unsere Treppenhäuser sind mit der neuesten und modernsten Technik ausgestattet. Die schweren Zeiten in den Jahren 1970 und 1990 sind mit der heutigen Situation nicht vergleichbar. Damals war die Türkei sehr schlecht aufgestellt. Aber wir sind nach dieser schweren Phase und nach so vielen Rückschlägen viel stärker geworden. Die Wirtschaft der Türkei im Jahr 2002 ist deren bekannt. Wir haben es verfünffacht. Im Moment sind wir unter den 25 Ländern gelistet. Während unserer Zeit ist es uns gelungen, die Türkei zum 17. wirtschaftlich stärksten Land einrücken zu lassen. Wir haben kein anderes Land außer das. Aus diesem Grund werden wir darauf aufpassen,